Lieber mal vielleicht Ideas Säbel verbessern. Glückstreffer. Kritischer Schaden. Zufällige Wirkung für 10 Sekunden beim Ziel bei einem kritischen Treffer. Nee, dann würde ich lieber den kritischen Schaden erhöhen. Die 3000 kann ich mir leisten. Nur hervorragend. Ich könnte die doch noch hervorragend machen. Ja, komm. Das leiste ich mir mal. Und sein Schild ist bereits außergewöhnlich. Ich könnte Seelenpein hinzufügen. Das nimmt allerdings Seelenschlag weg. Und brillante Harmonie nimmt das Seelenschlag. Einmal pro Ruhephase. Und Seelenpein. Auch einmal pro Ruhephase. Klingt ein bisschen. Klingt nach einer Verbesserung von Seelenschlag. Während brillante Harmonie leuchtende Dissonanz ersetzt. Von allen Quellen erlittener Schaden minus 5% der Zauber erhöht sich mit, der Metaphysikfähigkeit. Das klingt wahrscheinlich besser. Bei plus 5% durch Waffen erlittenen Schaden ist dann doch ein bisschen schräg. Also ja, die Verzauberung rein, dass er da ein besseres Schild hat. Und da wollte ich jetzt mal ganz kurz gucken. Das war königliche Todesfallgesellschaft, da baue ich Maya dazu. Genau, Dreckwäsche. Muss ich mit Brise im leuchtenden Badehaus reden. Das heißt, wir nehmen den nächsten Ausgang. Beziehungsweise gucken, was der Kaufmann hier noch hat. Ob er Ale hat. Candles and Balms. Ah ne, Balsam. Ah, vielleicht hat der Kit des Diebes. Wo führt eigentlich die Treppe hin? Ich glaube, die führt da runter, oder? Ja, die führt direkt da runter. Used to work a farm. Thank you. Salz nehme ich gern, Geflügel nehme ich gern. Herzhaftes Frühstück nicht so unbedingt. Und die anderen beiden Sachen brauchen wir auch nicht so wirklich. Und ja, solange ich über 90.000 bleibe, kann ich es mir ruhig leisten, ein bisschen Geld auszugeben. Du warst durch die Straßen von der Kataka, als du eine bekannte Stimme hörst. Oh, wer will jetzt wieder was von mir? Als du durch den sich schlängelnden Straßen von der Kataka folgst, verblassen lassen sich die normalen Stadtgeräusche von Wagenrädern auf Pflastersteinen und Schreien von Verkäufern. Sie werden ersetzt durch die Kakophonie einer hitzigen Auseinandersetzung, die langsam ihren Siedepunkt erreicht hat. Eine der Stimmen klingt bekannt. Wurmtrottel Regiere von der Defiant 2. Dich dem Tumult nähern. Als um die Ecke biegst, siehst du Wurmtrottel Regiere, umringt von einer Gruppe unbekannter Soldaten. Aufgrund ihrer Erkrankung glaubst du, dass sie nicht aus der Gegend stammen. Die schreien Wurmtrottel Regiere an. Wurmtrottel Regiere schreit zurück und du kannst nicht genau ausmachen, was es bei dieser Diskussion geht. Einer der Lehnleute stößt Regiere gegen eine Wand und die Hand eines anderen Schlägers ist gefährlich nah an seiner Waffe. Regieres Augen begegnen deinen und weiden sich. Captain, Gürtel sei Dank, ich könnte hier eine helfende Hand gebrauchen. Captain, der unbekannte Matrose blickt finster drein, als er dich abschätzend ansieht. Du solltest deinen Seeleuten besser Manieren beibringen. Dieser durchnässte Dummkopf hat sich über all unsere Stiefel erbrochen. Ihre Begleiter nicken, während ihre Augen dich absuchen. 320 Kupfer geben, vielleicht klären ein paar Münzen das alles auf. Ich entschuldige mich für das Verhalten meiner Kameraden, aber ich kann nicht zulassen, dass du sie so außer Gefecht setzt, dass sie nicht mehr dienen können. Ich vermute, dass eine Entschuldigung nicht ausreicht.
Wenn du nicht bereits weißt, wer ich bin, wirst du es bald erfahren. Du wirst mich besser nicht verärgern. Keiner legt sich mit der Defiant 2 an. Mach dich bereit, dich dafür zu verantworten. Anscheinend bekommt Regiere das, was angemessen ist. Nehmen wir mal die 2. Captain, der unbekannte Matrose, blickt finster drein, als er dich abschätzt und ansieht. Du solltest uns deinen Leuten besser... Ah ja, okay. Eine durchaus noch verziehbare Methode, die Angelegenheit zu lösen. Alof sieht fröhlich zwischen den streitenden Parteien hin und her. Ja, yeah, plus 5 Moral. Die Seeleute sehen einander an und einer nickt sie. Sieht rum, sie sieht Regiere an. Lass mal hören, Matrose. Und Regiere wirft ihr einen traurigen Blick zu und sieht dann zu der Frau zurück. Tut mir leid, meine Dame. Was war das? Die anderen Seeleute kichern. Tut mir leid, meine Dame. Die Frau salutiert und dreht sie dann auf den Fersen um. Die Seeleute gehen von dann. 5 Moral erlangt. Und Regiere nähert sich dir und grinst offen. Danke, Captain. Du hast mir wirklich den Arsch gerettet. Kehr auf die Defiant 2 zurück, sehen. Man bringt mich noch einmal in Schwierigkeiten und ich bin es vor dem, du Angst haben wirst. Geh mir aus den Augen. Sei vorsichtiger, das nächste Mal bin ich vielleicht nicht da, um dich zu retten. Ei, ei, Captain. Regiere verschiedene Richtungen des Schiffes und pfeift dabei. Ah, so kann man auch die Moral ein bisschen heben. Und ich bin auf einmal da oben wieder. Ja. So, obwohl ich Idea eigentlich gerade abgegradet habe, muss ich ihn mal kurzzeitig entlassen, um Palegina mitzunehmen. Wobei ich könnte auch Xotir raus tun und Palegina dafür mitnehmen, ist glaube ich sinnvoller. Ne, ich nehme doch, ich nehme mal Idea raus. Ich habe übrigens immer noch meine 3 Handlanger hier, die ich hochskillen müsste. Und selbst die müsste ich ein bisschen nachskillen. Einfach nur die heilige Treppe erstmal. Jetzt müsste es langsam Nacht werden. Ich denke mal, unsere nächsten beiden... Naja, das Badehaus. Übers Badehaus kommen wir ja auch in den Keller von Akemirs Festung. Dort sollten wir dann in der Lage sein... Could I have a moment of your time? Hast du einen Moment für mich? Natürlich. I know someone who works in this tower. An animancer named Jocolo. I'd like to see him if we could. Ich kenne jemanden, der in diesem Turm arbeitet, ein Besitzer namens Giacolo. Wenn möglich, würde ich ihn gerne sehen. Oh, Nebenquest für Palegina. Dagegen ist nichts einzuwenden. Solange es schnell geht, ich jage einen Gott und habe keine Zeit, mich um deine Bekanntschaften zu kümmern. Dagegen ist nichts einzuwenden. It should not take long. I have not seen him in many years and I wanted to thank him. Nagasima, es sollte nicht lange dauern. Ich habe ihn seit vielen Jahren nicht mehr gesehen und möchte ihm Danke sagen. Is this a glimmer of sentiment from our Iron Paladin? What, I wonder, could this fellow have done to merit it? Entdecke ich da etwa einen Schimmer von Gefühl bei unserem eisernen Paladin? Ich frage mich, was dieser Kerl bloß angestellt hat, um das zu verdienen. Er sieht Palegina angenehm überrascht an. When I was a girl, he visited me in the academy. He was studying godlike. Studying what was in our souls that made us different from other Keith. Als ich noch ein junges Mädchen war, hat er mich oft in der Akademie besucht. Er erforschte die Gottähnlichen. Er wollte wissen, was in unseren Seelen von uns von anderen Gestandenen unterscheidet. He found something in me. Something that resonated like a chime when he held an instrument near me. In mir hat er etwas gefunden, das wie ein Glockenhall widerhallte, wenn er ein Instrument in meine Nähe hielt. He said it was like this for all godlike. Different chimes resonating for different types.
Er hat mir erklärt, so sei das bei allen Gottähnlichen. Allerdings unterscheidet sich der Klang je nach Art der Gottähnlichen, die gegen die Brust klopfen. Das kommt mir bekannt vor. War es das? Nehmen wir mal die zwei, weil ich glaube, das bezieht sich auf die Unterscheidung. No. He told me the chime was what was causing my body to change. I begged him to remove it. Nein, er hat mir erklärt, der Glockenklang sei es, der die Veränderungen in meinem Körper hervorgerufen hat. Ich habe ihn gebeten, es zu entfernen. He refused at first, saying it was impossible. When I told him I would kill myself if he didn't, he said he would try. Das ist hart, ey. Zuerst hat er sich geweigert und behauptet, es sei unmöglich. Doch als ich ihm sagte, dass ich mich umbringen würde, wenn er dieses Ding nicht aus mir rausholt, hat er versprochen, es zu versuchen. Oh Gott, lass. I'll be sure you were beautiful feathers or no. Meine Güte, Mädel, ich bin sicher, du warst wunderschön, ob mit oder ohne Federn. Er setzt an die Hand nach, ihr auszustrecken, lässt es sie dann jedoch wieder fallen. I don't expect you to understand, but I was 12. My body was changing in many ways. Being the only girl, the only godlike girl at the academy, was unbearable. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst, aber ich war damals erst 12. Mein Körper hat sich auf vielerlei Weise verändert. Das einzige gottähnliche Mädchen an der Akademie zu sein, war unerträglich. Vor mir musst du dich nicht rechtfertigen. Agressima, sie lächelt dich warm an. Giacolo was not able to remove the chime, but he was able to sever it. When it happened, I blacked out. I did not wake for 2 weeks. Giacolo war nicht in der Lage, den Glockenklang zu entfernen, doch er konnte ihn wenigstens abtrennen. Als das passierte, wurde ich ohnmächtig. Ich bin erst 2 Wochen später wieder zu mir gekommen. The Brotherhood ejected him from the academy for ruining their pet godlike. They assumed I would die. I did not. Die Bruderschaft hat ihn von der Akademie ausgeschlossen, weil er in ihren Augen ihr Schusstier, das gottähnliche Mädchen, ruiniert hatte. Sie sind davon ausgegangen, dass ich sterben würde, doch ich bin nicht gestorben. Over time I lost most of my feathers. The shape of my nose changed. It was not enough to make me fully Galbandra, but it was enough to keep me from wanting to die. Im Laufe der Zeit habe ich die meisten meiner Federn verloren. Die Form meiner Nase hat sich verändert, hatte sie vorher einen Schnabel. Es war nicht genug, um mich zu einer richtigen Kalbandra zu machen, doch es war genug, dass ich nicht mehr sterben wollte. When I looked in a mirror, what I saw was not a godlike. Not something to be paraded around. It was me. Finally me. Wenn ich danach in den Spiegel gesehen habe, sah ich keine gottähnliche mehr, kein Ding, das man verführen kann, sondern mich selbst. Endlich mich selbst. Ich bin froh, dass jemand in der Lage war, dir zu helfen. Du bist wunderschön, genauso wie du bist. Dabei verführerisch lächeln. Hagrim kann verführerisch lächeln, aber du warst vorher auch schon du selbst. Nichts sagen. Nehmen wir mal die 1. Sie lächelt warm und atmet tief ein. Giacolo saved me. Without his help, I would be dead now. Giacolo hat mich gerettet. Ohne seine Hilfe wäre ich jetzt vermutlich schon lange tot. Thank you for understanding. If we can speak to him for a moment in the tower. Ich danke dir für dein Verständnis. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir im Turm kurz mit ihm sprechen könnten. Das sollte kein Problem sein. Erstmal leveln wir dich aber auf. Arcana. Machen wir mal mehr Überleben. Das habe ich schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich boosten soll. Habe ich auch... Ah nee, das habe ich noch gar nicht freigeschalten gehabt. Befreiende Ermunterung. Oder wiederbelebende Ermunterung. Ich könnte auch einfach einen meiner Fokusteile verbessern. Erhabener Ansturm, erhabener Fokus. Einige Treffer werden zu kritischen Treffern. Das würde ich gerne nehmen. Auch wenn ich die meiste Zeit immer nur einen aktiv haben kann.
Ja, entweder Genauigkeit verbessern und kritische Trefferchance erhöhen. Oder Rüstungswert erhöhen und Heilung. Ja, das ist, klingt, glaube ich, besser. Jetzt wird eigentlich nur noch Mayas Nebenquest. Wobei ich mir bei Tikeo nicht sicher bin. Ederst Nebenquest haben wir ja bereits abgeschlossen. Das war... Ja, Xotis haben wir abgeschlossen und Ederst haben wir abgeschlossen. Genau. Ne, das war die Startquest. Bittere Medizin, Stimme von Pokukuhara, Futter für die Gedanken, das war... Ja, okay. Wo ist denn das mit Idea? Ah, hier, der erleuchtende Pfad. Das war Ideas Nebenquest. Und Xotis war das hier.